Ja, willkommen zurück mit Christoph Weg, den wir eben schon mal kurz in der Talkrunde hatten. Jetzt geht es noch mal ein bisschen mehr um deine Aktivitäten. Gerade haben wir eben über den öffentlichen Nahverkehr und Gamification gesprochen, wo wir uns beide beteiligt haben im Panel. Und jetzt geht es noch mal ein bisschen mehr um deine Aktivitäten. Man muss dazu sagen, das Panel freut mich gerade richtig. Wir sind ziemlich am Ende angelangt, wir haben schon einige durch, wir hatten alle unsere Talks. Mhm. Und mich freut das jetzt hier tierisch, weil ich sitze jetzt hier mit zwei Kollegen auf der Bank, die mich auf jeden Fall schon, also wo wir uns schon länger kennen, begleiten, das Thema eigentlich Gamification auf jeden Fall nach raus, also rausbringen, auch da auf einer Wellenlänge unterwegs sind. Schön ist, dass zum einen muss man sich erstmal finden. Online, klar, ich meine, wir kennen uns alle live, ja, aber jetzt sitzen wir hier mal gemeinsam. Mich freut das gerade so ein bisschen. Ich habe, kann man das sehen? Gänsehaut? Bitte die Kamera halten. Mich freut das, richtig, dann sehr schön. Ja, muss ich nur sagen. Das, ja, das ist cool. Das macht Spaß. Ja, klar. Ja, klar. Cool. So, und jetzt, genau, Christoph. Ja. Ja, freut mich auch. Sehr schön, das war's. Nein, es ist ja wirklich so. Ich glaube, es gibt ja diese drei Ebenen. Ne? Also du findest irgendwann Leute, die auch so ein Thema haben wie du. Dann findest du darin vielleicht so 2-3% der Leute, die das Thema auch so sehen wie du. Ne? Also unser berühmtes Thema, nein, es hat nichts mit Points und Badges zu tun. Man versteht dir das endlich. Und dann musst du Leute auch noch mögen. So, ne? Und ich habe mit dir wahnsinnig hier. Da war was. Naja, aber das ist ja so, gut, ich meine, wir haben ja Mexiko auch durch, insofern. Insofern, das ist schon toll und gerade nach so einem Tag, wenn du jetzt viel gesehen hast und viel gemacht hast und viel auch auch gehört hast und so weiter, dann ist es natürlich cool, wenn man hier zu sitzen und so den Tag Revue passieren zu lassen. Das ist ja eine gute Variante, den Tag abzuschließen. Richtig. Den offiziellen Teil. Ja, stimmt. So, jetzt hat Jörg, sorry, ich habe deine Frage auch komplett unterbrochen gerade. Ist gar kein Problem, ich bin da flexibel, kann da wieder einsteigen. Ja. Nee, also ich finde das auch sehr, wir haben uns ja heute zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Genau, über Social Media kennen wir uns ja schon länger. Nee, ich finde es aber auch sehr positiv und auch schön, dass so eine Veranstaltung wie heute auch so gut zündet. Also muss auch sagen, das hat man jetzt hier vor den Kameras nicht gesehen, aber der Gamescom-Kongress ist viel stärker besucht als letztes Jahr. Ja. Hier sind richtig große Massen an Besucherströmen vorbeigezogen. Der Gamification-Track, da gab es keinen Platz mehr. Die Leute standen dicht an dicht nochmal an der Wand gepresst. Also das Thema hat ordentlich Interesse geweckt und also glaube ich schon, kann man sagen, Erfolg auf jeden Fall die Veranstaltung und unsere Show ist ein bisschen das i-Tüpfelchen, auch ein Experiment gewesen, jetzt dieses Jahr zum ersten Mal, aber haben wir auch schon gesagt, das würden wir gerne weiterhin machen und finde es eine sehr schöne Idee, dass man halt diesen Track hier nochmal begleitet durch weitere Interviews, Gespräche, um was zu vertiefen, weil wir haben es gerade eben ganz extrem erlebt in dem Panel. Die Zeit ist sehr beschränkt. Ja, also Wird auf jede Sekunde geachtet. Was ja auch gut ist, weil sonst würde man ständig überziehen. Aber hier hat man einfach nochmal die Möglichkeit, ein paar Sachen zu vertiefen. Und das fand ich sehr angenehm. Auch gerade vor die beiden Kollegen aus Äthiopien. Ja. Einfach nochmal ein bisschen tiefer reinzuschauen, in die Projekte zu fragen. Auch für Nutzer von außen die Möglichkeit zu bieten, zu fragen. Das finde ich sehr charmant und bin deshalb sehr froh, dass wir es gemacht haben. Ja. Definitiv. Wobei ich sagen muss, ein bisschen bin ich, also man muss ja mal ein bisschen Wasser in den Wein reingießen. So kennen wir das. Das ist nicht Wasser in den Wein, was euch angeht, sondern allgemein. Was mich schon ein bisschen enttäuscht hat, ist der Punkt, dass wir eigentlich jetzt ich habe ja auch schon öfter jetzt hier Talks gehabt, auch zum Thema Gamification auf dem Gamescom Congress, und dass du doch immer wieder von vorne anfängst. Und das ist was mich schon so ein bisschen verwundert einfach, denn es ist immer so, du beginnst immer wieder mit den First Steps. Ne? Also auch du, fand ich super, ich konnte da nicht sehen, weil ich dabei mit meinem Äthiopien unterwegs super war. Fandest, ja. Ich fand super, dass du es gemacht hast, wollte ich damit sagen. Nein, aber es ist halt schon so, wir müssen es da ja schon auch selbstkritisch einfach fragen. So, wie kommt es, dass wir es nicht geschafft haben, dass dort einfach so ein Basiswissen da draußen da ist? Es gibt andere Themen, auch im digitalen Transformationsbereich, jetzt sei es mal Social Media zum Beispiel, wo du schon das Gefühl hast, so, okay, du musst den Leuten jetzt eigentlich nicht mehr sagen, dass man auf Facebook irgendwie auch miteinander kommunizieren kann. So, und Gamification ist immer noch, das war heute im Zweck auch wieder so, viele haben uns angeguckt, die so, wow, ja, cool. Ja. Und ich glaube, das ist halt sowas, was wir schon ernst nehmen müssen. Also auch wir einfach ernst nehmen müssen. Ne? Dass wir sagen, okay, wir sind zwar auf der einen Seite cool, wir machen tolle Projekte und wir wissen auch sehr viel über Gamification und wir können auch wunderbar miteinander beim Bier stundenlang in allen möglichen Variationen darüber diskutieren, aber wir haben es immer noch nicht geschafft, dafür zu sorgen, dass es mal in der Breite der Leute, die wir erreichen wollen, auch so ein Grundwissen, so eine Grundempathie dafür da ist. Wobei, ich weiß auch nicht, ob das, also wenn es immer die gleichen Leute wären, dann könnte man sich fragen, okay, nach dem dritten, vierten Mal müssen es haben, aber ich glaube auch, also
Klar, man sieht bekannte Gesichter hier. Ich glaube aber auch, dass sehr viel wechselndes Publikum dabei ist. Also es sind auch viele Lehrer, die sich zum Beispiel fortbilden, Leute aus Bildungseinrichtungen, aus öffentlichen Einrichtungen dabei, die, glaube ich, nicht jedes Jahr hier sind. Und ich glaube, deshalb sind tatsächlich viele Leute, die das zum ersten Mal hören. Und ich glaube, für uns auch schön. Also wenn wir es immer den gleichen Leuten wieder erzählen würden, dann würde ich mir auch Sorgen machen, dass die Botschaft... Wir sehen halt auch die Botschaft. Wir sehen den Anfang. Ich meine, das ist auch schön, genau in dieser Situation zu sein. Natürlich willst du Fortschritt erleben, vorankommen. Ja, und du musst was machen. Ich stimme dem zu. Aber ich geht es nicht darum, ob hier Leute herkommen, sondern an sich hat generell dieses Thema, Gamification, es ist ja nicht nur Gamification, es ist ja, wir können dem Baby verschiedene Namen geben, aber es ist ja ein letztendlich gesehen eine bestimmte Art und Weise, Prozesse zu sehen, Strukturen zu sehen, damit umzugehen, sie zu managen, ob wir das nun Gamification nennen, ob wir das nun, wie habt ihr es neulich genannt? Motivationsdesign oder Engagement oder whatever. Das Ding ist halt trotz alledem, wir müssen immer noch sehen, wir sind da noch nicht so weit. Und egal, ob wir es jetzt Gamification-Track nennen, ich sage auch nicht, dass, also es ist einfach, natürlich ist es toll, wenn die Leute hierher kommen, das ist auch unser Job, ihnen das irgendwie näher zu bringen und ihnen das klar zu machen. Aber ich merke das in ganz vielen Bereichen, gerade auch, wenn man jetzt so in die sozialen Medien reingeht, das Wissen darüber ist noch lange nicht so groß, wie es sein soll. Mir geht es nicht um Expertenwissen, sondern mir geht es darum, dass man so grundsätzlich, ich wünsche mir einfach, dass die Leute sagen, wenn ich im Unternehmen sitze und habe ein Problem und ich habe einen Management-Prozess vor mir, ich habe irgendeinen Change-Prozess vor mir, dass mir zumindest klar ist, da gibt es ja dieses Thema Gamification, wir müssen mal gucken, ob das passt. Ja, es gibt aber auch leider sehr viel Störsender, muss man sagen, die immer noch die Points, Badges, Achievements. Ja, vor allem dann auch die Quelle. Also letztens wieder einer kam aus Richtung Leibniz-Universität, der halt dort was gemacht hat, der dann das verbreitet hat. Die haben natürlich einen anderen Hebel. Ne? Also völlig wurscht, wie richtig oder falsch das ist, oder ist ja auch eine subjektive Meinung von uns, aber die haben natürlich einen Hebel. Ja. Das reicht, wenn die einmal was senden und wir brauchen dafür 2-3 Jahre, um ähnlich eine Reichweite zu bekommen. Absolut, ja. Gehört mit dazu. Also, wo ich dir zustimme, ist auf jeden Fall, klar, Zeit abkürzen wäre immer cool. Ja. Ja? Es ist ein Marathon, kein Sprint. Es ist natürlich auch eine kulturelle Sache, die in Deutschland schwerer ist als in den USA zum Beispiel oder in anderen, wie Südkorea, in gewissen Kulturen einfach, wo die da etwas offener sind. Auf der anderen Seite, jetzt wo du es so sagst, wenn man mal versucht, oder das habe ich gerade versucht, mich bewusst zu machen, wo wir vor 4, 5, 6, 7 Jahren standen, was für Anfragen da kamen, auch in was für einem lächerlichen Kontext ab und zu, also auch von den Journalisten, auch von der Presse. Jetzt kommt da viel gezielter was. Ja. Also, es geht schon voran, aber halt, ja, natürlich sehr langsam. Und ich glaube, wir dürfen eins nicht vergessen, es gibt ja gerade eine sehr interessante Diskussion darüber, ob dieser Gamification-Hype vorbei ist. Ich habe immer wieder auch Fragen, sag mal, ist das überhaupt noch ein Trend? Ist das überhaupt noch relevant? Und ich antworte mir, ich sage, ja, also ich bin eigentlich sehr dankbar, wenn dieser Hype vorbeigeht. Ich bin, weil die Leute sollen es nicht machen, weil es cool ist, sondern weil es gut ist, sondern weil es wichtig ist. Und es hätte auch die Möglichkeit, so ein bisschen wieder so eine Seriosität da reinzubringen. Ich meine, es ist halt eine dieser Fälle, ich merke es mit dem Netz, ich habe auch immer, ich recherchiere auch immer wieder mal, und dann findest du irgendwelche Agenturen irgendwo, die dann sagen, wir machen so diese Gamification-Experts, dann guckst du denen ihre Projekte an, sie haben Webplattformen gebaut. Also das geht schon das Grundproblem los. Und es ist immer wieder, dann kommen so Sätze wie, belohnen Sie Ihre Mitarbeiter über Punkte und Badges, wo ich dann sage, so, ich kann nicht so tief in den Computer reinbeißen. Und es ist halt, das ist, wie gesagt, wenn ich sage selbstkritisch, wenn ich sage, dass mir hier das immer noch manchmal zu wenig in die Tiefe geht, das hat auch, das sage ich ja nicht, weil ich sage, ich will ja nicht diejenigen beleidigen, die jetzt hierher kommen. Also im Gegenteil, das freut mich sehr. Aber ich merke halt schon, dass da immer noch sehr viel Missverständnisse da sind. Und ich glaube auch, also ich würde mir so unglaublich wünschen, dass dieser Hype endlich aufhört und wir endlich anfangen, das zu sehen, was wirklich da ist. Und das ist nämlich viel cooler als das, was der Hype in irgendeiner Form aussagt. Aber das ist ja auch, glaube ich, der Schritt, auch jetzt das Projekt, was du begleitest, von den beiden Kollegen, die gerade gehört haben, also auch solche Dinge zu zeigen, darüber zu berichten und auch Substanz da reinzubringen. Also das ist halt nicht nur immer die Begriffsdefinition unterstützt, sondern das, was wir auch in den Track gemacht haben, also Projekte zeigen, Beispiele zeigen, dass Leute auch, weil dann bleibt nämlich das hängen. Also sonst ist dieser Begriff ganz diffus, schwebt irgendwo im Raum. Ja. Und da konkrete Projekte hinterzubringen, ich glaube, das muss das Ziel sein, auch Studien zu veröffentlichen. Also das nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, ein paar Jahren nochmal besucht, uns angeschaut, läuft immer noch, es gibt die Benefits und ich glaube, das ist, muss unsere Aufgabe sein, das auch noch mehr zu tun. Ich glaube, das tun wir schon. Das kommt automatisch. Aber braucht es natürlich noch mehr. Und das wird sich irgendwann setzen und dann geht es, ich würde sagen, in die Normalität über, das wäre das Schöne, wie du es eigentlich beschrieben hast, dass das eigentlich ein ganz normaler Teil des Designprozesses ist. Ja? Und dass man gar nicht mehr dieses Wort immer hochheben muss und das für alle ganz selbstverständlich ist, dass wir auch spielerische Elemente einbauen. Ne? Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Hype auch hier schon. Also es ist immer der Punkt, aus unserer Sicht ist der Hype schon auf jeden Fall vorbei oder ziemlich weit unten. Es gibt Leute, die sind gerade jetzt erst in ihrer Branche ist jetzt angekommen, für die ist es noch voll der Hype.
Das ist nicht immer das. Aber wenn ich mir zum Beispiel überlege, wie viel das, was du gerade erwähnt hast, irgendwelche Agenturen, ne, die gesagt haben, hey, wir machen den Marketing, lass uns Gamification noch mit aufnehmen, fertig. Da gibt es so viele nicht mehr, die das machen. Ja, ja, Und das ist ja ein gutes Zeichen dafür, dass der Hype vorbei ist. Der, ja, denn auf diesen Bass brauchst du nicht mehr aufspringen, lohnt sich anscheinend nicht mehr. Da gibt es so eine Konsolidierung, viele Anbieter verschwinden. Und ich, also das stimmt mich sehr positiv, weil dann kommen eher auch so mit der Zeit die seriöseren raus, beziehungsweise langfristigeren, die nicht immer einer Meinung, muss ja nicht meiner Meinung sein, aber die dann sozusagen das versuchen nicht, wo du nicht das Gefühl hast, okay, die machen das, was sie eh schon immer als Serviceleister verkauft haben, jetzt unter dem Namen Gamification, und finden irgendwie einen Weg, es dazu hinzudrehen, dass man echt denkt, okay, ja, stimmt, ja, es hört sich so an. Das verschwindet immer mehr. Also das ist, denke ich, das ist ein schönes Zeichen für die Zukunft. Macht Mut. Wobei, was mir auffällt, ich hatte heute ein sehr interessantes Interview, ein Radiointerview gegeben, und da war wieder die Frage nach dieser Idee, was ich entwickelt habe, die strategische Gamification, also die Implementierung von Gamification in Unternehmensstrategien zum Beispiel. Also nicht mehr nur auf der Projektebene, sondern wirklich im gesamtstrategischen Ansatz. Und das finde ich toll, dass diese Fragen jetzt so langsam auch kommen. Also die merken langsam, oh, sie machen jetzt nicht mehr irgendwie Marketing oder sie machen jetzt nicht Mitarbeitermotivation durch Gamification, dass du dann denselben sinnlosen Job irgendwie nur mit lustigen Bildchen machst, sondern dass du halt wirklich jetzt, die verstehen langsam, okay, da scheint mehr dran zu sein. Ich glaube, da trennt sich so ein bisschen auch da vielleicht die Spreu vom Weizen. Also ich hätte es heute gesehen, ich glaube, der Christian Hubert ist so ein Kulturwissenschaftler, der auf Facebook heute darüber geschrieben hatte, dass er das sehr faszinierend findet, dass gleich nach diesem Merkel-Besuch sehr viele Anfragen kamen von sehr vielen Medien und die wollen Pillerspiele. Und man merkt, die bleiben auf dem alten Modell irgendwie so. Ja, also, und das ist halt was. Und auf der anderen Seite kommt jetzt sowas, dass die Leute merken, okay, das kann eigentlich viel mehr sein. Das wird auch eine Aufgabe sein in der Zukunft. Also auch, glaube ich, das noch genauer aufzuzeigen. Ne? Also diese Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Nicht auf so einer Euphorie-Ebene, so nach dem Motto, was immer Sie für ein Problem haben, wir haben die Lösung, call 111, sondern wirklich zu sagen, okay, wie ich immer sage, Gamification wird nicht immer die Lösung sein, aber es sollte bei dem Lösungsprozess zumindest immer eine Option sein. Ja. Ne? Und du hast es ja auch mal erzählt, dass du ja auch Kunden hast, wo du sagst, ganz ehrlich, Gamification passt bei Ihnen gar nicht. In Ihrem speziellen Fall. Sehr viele, wo es einfach nicht angewendet werden kann. Meiner Meinung nach, also weil ich es nicht an, meiner Meinung nach. Was man muss jetzt, weil wir hatten gerade ein bisschen so, und das zeigt so ein bisschen auch der Punkt, warum gewisse Ansichten immer noch bleiben und nicht weggehen. Man muss so ein bisschen die Medien in Schutz nehmen, also, weil ich habe es selbst erlebt. Und wenn man dann denkt, wie die Medienlandschaft funktioniert, dann wird es dann wieder bewusst. Wir hatten mal eine Medienanfrage, die wollten sich ein Projekt von uns angucken, wo wir eben einen Arbeitsprozess gamifiziert hatten. Und zwar halt so gamifiziert, dass es halt im Arbeitsprozess drin ist und nicht irgendwo drauf geplopft ist. Das heißt ja, dass wir sozusagen eben nicht irgendwie irgendwas Lustiges gemacht haben, was es mal ein bisschen ablenkt, sondern wirklich den Prozess an für sich gamifiziert haben. Sondern kam das Unternehmen, die fanden es super. Dann kamen die aber, also der Fernsehsender, und war eigentlich super enttäuscht, weil er kann nichts zeigen. Er zeigt dann die Arbeitsprozesse, so wie sie sind, und die Mitarbeiter merken es. Aber eigentlich hatten die gehofft, die halten auf dem Bildschirm drauf, wo irgendwas rumspringt. Und dann bringen sie es nicht. Weil natürlich die wiederum denken müssen, was sollen Leuten zeigen, muss interessant sein. Also gehen sie lieber wieder dorthin, wo sie sowas finden, und dann wird das wieder als Gamification. Das ist übrigens die Hoffnung, die unglaubliche Hoffnung, die ich jetzt sage. Ich mache jetzt mal ganz kurz ein bisschen, nur nicht eine richtige Werbung für Chuata Awaki, aber ein klein bisschen nur, ich würde mir so wünschen, dass wir gerne auch Medien finden, die nicht sagen, wir melden uns mal in 2 Jahren, wenn ihr damit im Wahnsinn durch seid. Sondern ich würde mir sehr wünschen, dass Medien da sagen, wir gehen mal mit. Also reportagenmäßig den weil das ist jetzt sowas beispielsweise, so dieses Ding, du versuchst ganz Subsahara-Afrika mit so einer Idee zu befeuern, gehst in so viele Länder hinein. Und was mir immer auffällt, ist, auch auf diesen ganzen Konferenzen, die Leute zeigen immer Projekte, sie zeigen immer Produkte. Das Produkt, das Projekt ist immer das Ende eines Prozesses. Das, was spannend ist, das, was wir machen, ist der Prozess. Ja. Wir bauen nicht das Produkt. Also ich bin so auch so dankbar dafür, dass ich beispielsweise kein Softwareentwickler bin, weil ich immer sagen kann, ich bin da tiefenentspannt. Weil ich mir sage, so, ich bin da tiefenentspannt, weil ich sage, ich kann mit allen Softwareentwicklern zusammenarbeiten. Ich stehe für diesen Prozess, den Gedankenprozess, und alles hinter die Strategieentwicklung und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das etwas ist, was
wir mehr bräuchten. Ich kann nicht mal sagen, wie man es machen kann. Das ist mir, ich habe jetzt keine fertige Lösung oder so. Ne? Aber das ist, glaube ich, was, das, könnten, das ist was, was, wir, was man immer wieder sieht. Du machst es ja teilweise schon mal, du ja intensiv Sachen erklärst in deine Videos. Aber ich glaube, das wäre so eine Option nochmal. Weil wir müssen weg von diesem, weil die Produkte, die da sind, funktionieren vielleicht bei dem einen oder nicht bei dem anderen. Aber ich glaube, damit hast du zum Teil schon die Frage, weil du vorhin hattest, warum ist es nicht in der breiten Masse? Weil die Leute haben ja die breite Masse, die will das, die kriegt das halt mit, das ist halt ein bisschen bekannt, das wollen wir, die will, die geht ja nicht tiefer rein. Ja, ja. Also hast du ja nur die Aufmerksamkeit für einen kurzen Punkt und dann musst du ihnen was zeigen, wo sie was sehen, wo sie sehen können, okay, so sieht das aus, das ist daraus. Und dann, natürlich arbeitest du dann mit dem Produkt, ja, weil du hast die Aufmerksamkeit gar nicht lang genug, dass du anfangen kannst, wo waren wir, also mit dem Abstrakten, dass ein Bild draus wird. Und damit arbeiten. Auf der einen Seite würden wir natürlich gerne die Masse Leute haben, die aber nicht die Zeit haben. Auf der anderen Seite wollen wir gar nicht das Endprodukt kommunizieren, was wir aber müssen, um in der kurzen Zeit, wo wir die Aufmerksamkeit der Masse haben, es ihnen noch beizubringen. Wobei da würde ich jetzt, ja, wobei jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Also ich finde das einen sehr guten Ansatz, aber gehen wir mal einen Schritt weiter. Nehmen wir das Kochen. Wir haben bei Kochen die Situation, dass wir diese fürchterlichen Tiefkühlprodukte haben, sorry, das ganze Trim und Trend, das ganze Fertigzeug, ja, aber immer mehr Menschen fangen im Kleinen an, sich mit Kochen zu beschäftigen. Dann haben wir diese Kochshows, man, die sind doof, man, die sind toll und so weiter. Gucken, gibt Jamie Oliver und alles Trim und Dran, es ist total, wenn man es guckt, ist wirklich cool, was er da macht, ich zumindest. Und das Phänomen dabei ist, immer mehr Menschen haben rudimentäres Wissen fürs Kochen. Wir haben immer in der Breite immer mehr Menschen, die damit umgehen können, weil sie diese Technik entwickelt haben. Die sind nicht alle Sterneköche geworden. Das ist dieses Modell, was ich bei dem ich diesen Film Ratatouille so genial finde. Ratatouille beschreibt dieses Problem so wunderbar, wie am Ende dieser Restaurantkritiker sagt, jetzt habe ich verstanden, was dieser tote Koch meinte mit jeder kann kochen. Der meinte gar nicht, jeder ist ein Sternekoch, aber jeder hat die Fähigkeit, diese Grundprinzipien zu verstehen. So wie du lesen und schreiben kannst. Also wenn du lesen kannst und schreiben kannst, dann kannst du Bücher verstehen. Also was wir machen ist, wir sagen, das ist das Buch und die Hälfte kann er nicht lesen. Und das, dann gucken die sich das an und dann haben wir Glück, haben wir ein paar Bilder im Buch drin und dann sieht es für uns so aus, als würden die lesen, aber in Wahrheit gucken sie sich die Bilder an. Und ich glaube, dass das nur von der Logik her, ob das geht, weiß ich nicht. Aber das ist was ich bei Jay McGonigal gelernt habe. Das finde ich einen sehr schönen Ansatz, dass sie ja sehr intensiv in diesen Punkt reingeht, lasst uns euer Leben verbessern. Lasst uns gucken, dass ihr im Kleinen bei euch erstmal was macht. Und ich glaube, das wäre ein Ansatz, den wir auch zumindest mal andenken könnten. Ob man vielleicht sowas mal, ihr habt ja dieses Modell, was ich vorhin auch ausprobiert habe, diesen Tester, aber der passt nicht bei mir. Also ich dachte nicht, dass mal arbeiten. Noch mal Nein, ich dachte, ich wäre was anderes. Das heißt nicht, dass er nicht passt. Ja, genau. Nein, aber ich glaube, das ist ein Punkt, über den man auch nachdenken muss einfach. Ja. Ja, aber ich glaube, es ist ein guter Ansatz, auch die Leute in ihren Problemsituationen abholen, weil natürlich auch manche, also wir arbeiten zum Beispiel mit Industriepartnern zusammen, den Leuten erstmal die Problemsituation zu erklären, den Kontext. Ja. Da brauche ich schon 10 Minuten, das ist genau das Ding. Also wenn ein Fernsehsender zu uns kommt, jetzt erzählen sie mal in 3 Minuten, heute hatte ich auch ein Interview, also, weil in ein paar Sätzen ein Problem aus der Industrie 4.0, ja, da bin ich aber, komme ich in Schwitzen, weil ich natürlich dann ganz viele Dinge ausblenden muss, dann trivialisiert man es und dann kommt auch gar nicht der Effekt drüber. Und dafür willst du ja auch nicht stehen. Nee, ja, genau. Du willst ja nicht darstellen, was genau, trivial rauskommt. Aber schön wäre, wenn was Christoph meinte gerade, dass wir tatsächlich irgendwo Beispiele haben, die Leute auch selbst erfahren können, ob es eine kleine App ist, die sie installieren. Ich meine, überleg dir mal, wie lange, also ich meine, Spitzenköche, die Experten, ja, dann, ich weiß gar nicht, wann gab es, müssen wir mal gucken, wann gab es den ersten großen Fernsehkoch, der da stand, ja, wo es eben noch nicht tauglich war. Ja, war das nicht bei ZDF damals? Nein, das waren keine Fernsehköche in dem Sinne, das war so. Also, das ist ja, also, Schubeck ich meine, das war ja früher in Lafer. Ja, naja, gut, die sind, auch die sind ja, das ist ja ein Wimpernschlag, seit die da sind. Ja, ja, ja. Der ist ja Kochen schon. Naja. Und jetzt muss man sich halt überlegen, wann das Kochen wirklich losging. Ja. Und überhaupt, da war es noch nicht mal im Fernsehen, da haben vielleicht Leute drüber geschrieben. Ja? Also von mir aus, was weiß ich was. Und jetzt ist es halt so langsam, also ich meine, das dauert einfach. Das ist immer bei der Zeit. Aber das ist auch ein Punkt, der auch als Feedback, da du heute berichtet hast, auf deine Videos kam, also auch mal zu sehen, wie so sich so ein Gamification-Projekt entfaltet, also wie sind einzelne Schritte, was machen wir eigentlich, also was wir häufig sagen, ist, wir beschreiben Grundprobleme, wir zeigen eine Lösung, wir haben so ein bisschen das Designprozess vielleicht, aber wirklich mal dieses Reinschauen, wie arbeiten die Leute an diesem Problem, was für Hürden muss man überwinden, ich glaube, das wäre auch sehr schön, um da das Verständnis zu verbessern. Was bedeutet eigentlich dieser Prozess, welche Schritte muss ich gehen, was muss ich wieder verwerfen, das ist halt auch kein Prozess, der einfach straightforward geht von 0 bis 100, richtig. Sondern was erreicht. Aber das ist halt Content für eine Zielgruppe, die schon drin ist und die es noch gezielter haben will. Das muss einem bewusst sein, was super ist. Ja, für die macht man es. Das ist jetzt wieder der Punkt, wenn du sagst, du willst möglichst viele Leute aber auch überzeugen, dieses eine Format, was du gerade beschrieben hast, da steigen die aus. Das ist dafür nicht geeignet.
Ja, wobei da ich hast du dann andere Formate. Man muss aber auch aufpassen. Ne? Man muss aufpassen, dass wir können Prozesse zeigen, aber wir können nicht Inhalt. Also wir können es schon, aber sie sind nicht adaptierbar. Ich finde diese, kennt ihr das auch, diese ewige Wunsch nach Best-Practice-Beispielen. Ja. Wenn man sagt, also ich weigere mich, aber es gibt keine Best-Practice-Beispiele, weil Best-Practice-Beispiele bedeuten Inzug. Ja. Bedeuten einfach, da passiert nichts bei. Das ist einfach so, das ist so dieses, weil die Aussage, also was sie dir sagen, ist ja immer, die wollen Best Practice Beispiel, um uns mal inspirieren zu lassen. In Wahrheit wollen sie irgendwas haben, was sie einfach kopieren können. Ja. Und es geht halt nicht. Richtig, es gibt keine Abkürzungen im Leben, auch in diesem Kontext nicht. Und ich glaube, dass das ist auch nochmal so ein Bereich, mit dem wir da umgehen lernen müssen. Wie entwickeln wir das? Wie machen wir das? Ich habe so ein bisschen, das ist ein gutes Beispiel auch bei den Kids, die da draußen jetzt rumlaufen und hier fleißig auf der Gamescom sind. Man denkt ja immer so, das werden die Digital Natives, werden auch die Gamer Natives oder wie auch immer, oder Gaming Natives, und bei denen müsste ja eigentlich Gamification rocken ohne Ende. Mir fällt auch, ist gar nicht so. Und ich glaube, der Punkt ist der, die reflektieren ja nichts, was sie tun. Die sind ja nicht so und sagen, oh cool, ich spiele hier gerade irgendwie Call of Duty und das ist ein Feedback-System und das ist ein Target-System und was ich hier sehe, ist Information Transparency, sondern die sagen, ist geil. Das ist ein guter Punkt. Ja. Also da kann man jetzt mal, der Punkt ist der, das ist Gamification transportiert ja oder nutzt ja das, was Spiel erfolgreich macht. Ja. Das ist der erste Punkt. Ja. So, und dann zu sagen, weil man die Leute sieht, wie sie mit Videospielen machen, es ist ja nicht so, dass die Videospielindustrie die Spiele erfunden hat. Nein, nein. Das heißt einfach nur, dass man, weil Kinder Videospiele spielen, sind die nicht empfänglicher für das, was ein Spiel ausmacht. Das haben wir ja schon. Ich finde es aber lustig, kommt ja auf die Frage, okay, die ist auch berechtigt ist, weil Leute, wie gesagt, nicht so tief drinstecken, die berechtigt ist, wo sie sagen, okay, funktioniert das denn für Generation Y? Das muss doch besser funktionieren. Ja? Nee. Und wo du dann sagst, nein, spielen, unsere Großeltern haben genauso gern gespielt wie wir, bei einem anderen Spiel. Ja? Genau. Der Punkt, warum wahrscheinlich heutzutage Gamification, so wie es umgesetzt ist, eher für Generation Y ist, ist nicht Gamification an für sich, sondern die Technologie, mit der es transportiert wird, und das können die Jugendlichen wissen. Das sind sie ja gewohnt. Nee, da bin ich anderer Meinung. Darf ich sagen, wieso? Ja, klar. Also erstmal, glaube ich, sind wir uns hier einig, gute Gamification ist, funktioniert ohne Technologie erstmal. Das ist aber. Also das ist ja erstmal so ein Modell. So. Und ich glaube, das, was wir haben, ist, also ich habe das auch lange Zeit gedacht, also ich habe eine andere Theorie. Meine Theorie ist, dass wir, je älter die Menschen werden, umso weiter sind sie von Spielsystemen entfernt, die was mit ihrer Lebensrealität zu tun haben. Das heißt, da ist das Spiel, je älter du wirst, dann spielst du abends mit der Familie vielleicht mal und so weiter, aber dein Lebensumfeld, dein Job, alles ist weit weg davon. Und das hast du aber in der Jugend, weil da hast du einen viel größeren Freizeit, da bist du viel näher dran. Und ich glaube einfach, dass es nicht die digitalen Medien sind, das mag auch so sein. Okay, es mag auch so sein, aber ich glaube, das andere ist ein weiterer Effekt, da können wir das so zusammenbringen, ein weiterer Effekt ist schlichtweg, dass diese Menschen noch näher ans Spiel dran sind, weil sie schlichtweg noch viel mehr Zeit haben zu spielen. Während du als Erwachsener in so einem langweiligen Job, da hast du vielleicht einmal die Woche die Möglichkeit und dann auch noch auf Zwang, weil alle das wollen, irgendwie so einen Familienspielabend zu haben. Wobei auch, also wenn man sich Statistiken anguckt oder Studien, also die ESA, große amerikanische Spielorganisation, erhebt ja immer regelmäßig, was ist der durchschnittliche Spieler, wie alt ist der? Er ist zum Beispiel 35, 36 Jahre alt im Schnitt. Das heißt, es gibt nicht nur sehr viele junge Spieler natürlich, aber auch dann wiederum 50, 60 plus Spieler, die teilweise die spielen in Counter-Strike-Clans. Aber wie ist der Spieler definiert? Ja genau, das ist mir die Frage. Was ist denn mit Spieler? Oh ja, aber das ist nämlich genau die Sache. Wenn die Leute fragen, spielen sie? Nein, nein, nein. Aber die sitzen dann trotzdem, das sind genau die Leute, die ich dann sehe, montags im Flieger, wenn ich zum Beispiel Roma in München besuche, alles Tablet auf dem Schoß und spielen alle ihre Spiele. Aber nein, die sind natürlich keine Spieler. Das ist auch eine Frage der Selbsteinschätzung. Aber ich glaube, es muss schon klar sein, ich glaube, die Frage von Roma ist ganz wichtig, weil ich kenne die Studien ja auch. Das ist ja auch in Deutschland, sagt man so, alle unter 24, 80% von Spielen regelmäßig Computerspiele und auch im Erwachsenenbereich, im Seniorenbereich und so weiter. Aber was mir natürlich auffällt, ist, natürlich packen wir Candy Crush und alles damit rein, was auch okay ist, natürlich. Aber es gibt da schon, glaube ich, dann noch, wenn du es genauer anguckst, Unterschiede da drin. Und ich glaube auch, dass du, je älter du bist, du spielst auch auf eine andere Art und Weise. Also Ego-Shooter spielt dich schon mal deswegen anders, wenn du 55, weil du langsamer bist. Das heißt, du hast eine andere Erfahrung zum Zuge. Ja, nicht, aber nicht im Ego-Shooter-Bereich. Also musst doch. Ja, wenn du, aber wir reden ja davon. Jetzt kommt der Profi hier. Aber wir reden ja davon, dass immer mehr Leute, dass trotzdem immer mehr Leute das spielen. Ne? Also es ist ja, wir haben jetzt, die gehen nicht nur von dieser kleinen Gruppe von Leuten aus, die sowieso damit drin sind. Mhm. Und ich glaube, dass da muss man auch genauer drauf schauen. Also das heißt nicht, dass die Studie nicht stimmt. Das will ich damit überhaupt nicht sagen. Ich will damit nur sagen, es ist auch nicht gegen dein Argument in dem Sinne gerichtet. Aber man muss schon gucken, welche kulturellen Hintergründe gibt es da. Ich merke das bei dem Äthiopien-Break. Auch da werden die Spiele gespielt, die wir auch spielen. Ja. Trotzdem merkst du, es gibt in der Art, wie sie gespielt werden,
kleine kulturelle Unterschiede, die in der Regel keinen Impact auf so ein Projekt haben, wenn es darum geht, dass ich als Deutscher mit Afrikanern zusammenarbeite, die aber einen Impact haben können, weil bestimmte Sachen anders wahrgenommen werden. Und das ist ja was Sie ja auch alle immer wieder sagen. Das ist ja auch eine Kulturfrage. Und du bist ja auch, war das nicht vorhin sogar, dass man jeden Tag ein anderer Spieler eigentlich ist? Ja, es gibt also, klar, also ja. nicht jeder Tag, aber kontextabhängig. Also darf ich von der Arbeitssituation, von meinem privaten Umfeld. Ja. So ein Reifegrad mit dieser Mitgeste. Aber das ist schon die Selbstsicherheit. Wenn du mein Dad fragen würdest, bist du ein Spieler? In dem Kontext, dann denkt er, nein. Ja, aber wir haben, unsere Familie spielt. Ja, Siedler, Risiko, Monopoly und so weiter. Und das ist bei uns manchmal kein Zuckerschlecken. Ja, das ist wirklich. Das ist hart. Ja, genau. Das macht echt Spaß. Ein super Spiel. Also schon. Ja, aber man hat einfach, man setzt sich so vor, okay, es ist ja das gemeint. Nein, das mache ich natürlich nicht. Ja. Und das ist natürlich ein Unterschied. Aber was ich mit dem Controller vorhin auch meinte, ist so ein bisschen der Punkt, wenn die Leute mal bereit sind, also auch wieder, da kommt, ich hoffe, das ist jetzt okay für ihn, dass ich das mache, Dad, hi. Aber auch da das Beispiel. Mein Bruder hatte halt eine Spielkonsole. Ja, da gab es ein super Autorennen und wir beide haben es halt gezockt gegeneinander. Und mein Dad hat halt 2-3 Mal mitgemacht und hat halt ziemlich verloren. Und und irgendwann kommen wir zurück und er sitzt halt da und spielt. Ja. Und mit der Zeit wurde der besser, aber das Spiel, Autofahren, also in diesem Genre kommt er sehr gut zurecht, ja, auch früher PC-Spiele und sowas, aber er hat nochmal langsam den Controller rausgefunden. Ja, also das ist das mit dem Controller. Da gibt es ja eine Riesendiskussion, ob wir nicht da ewig hinterherhängen. Es hat sich ja seit langem nichts mehr geändert an Kontrollmechanismen bei Spielen. Ja, also es sind immer dieselbe Art und Weise, das Feedback, wie es läuft, da gibt es eine heiße Diskussion. Du hast jetzt die Wii hast du gehabt, du hast VR, AR, Gesten, also das ist ja so da. Ja, da kommt es jetzt genau. Ja. Okay, die ist auch länger älter, die Diskussion, das stimmt. Andere, aber das meine ich so mit der, und plötzlich war der nicht mehr so schlecht. Ja? Also das Spiel selber war immer da, hat immer funktioniert, ja. Die Mechaniken. Die Motivation war vielleicht für mich und für meinen Bruder ein anderer als für unseren Dad, weil der gesagt hat, boah, da kann ich was mit meinen Söhnen machen. Mhm. Absolut. Aber natürlich der Controller, und dann war er auch offener für sowas, oder dann wird man automatisch offener und ist empfänglicher. Und das meine ich mit Technologie, wenn wir natürlich Gamification über ein Medium übertragen, was die Jungen hören, nehme ich sofort an. Wobei dann zwei kurze Punkte dazu. Das eine ist, ja, das müssten wir eigentlich auch in Unternehmen reindenken, gar nicht nur auf der Ebene von Gamification. Also die Tatsache, da ist ein Jüngerer, der dann spielt, der hat also nicht und so weiter. Wir müssten diese, das ist ja auch eine ganz klare Hierarchie-Thematik dahinter. Ne? Also das kannst du ja eins zu eins so adaptieren auf so Prozesse, wie sind Unternehmen strukturiert. Was machen wir mit den ganzen Unternehmenshierarchien? Du siehst ja dort, es funktioniert. Es gibt einen Mehrwert, einen kulturellen Mehrwert auch. Und das ist ja so diese ganze Diversity als Chance, nicht als Unterschiedlichkeit fördern, was ja Professor Kruse auch, der leider verstorben ist, ja aus Bremen, immer wieder gesagt hat, was auch wirklich sehr richtig ist. Und das Zweite ist, ich glaube, dass das auch nochmal so ein Element ist, wo wir Dinge reintragen können. Das meine ich mit Basiswissen Gamification. Ich meine mit nicht Fachwissen. Ja. Aber ich merke es bei mir in meinen Workshops sehr oft oder auch in Gesprächen sehr oft, dass die Leute danach rausgehen und sehr oft sagen, ich habe einfach jetzt mal die Möglichkeit gehabt, mich selber zu reflektieren. Ja. Und ich habe gesehen, an wie vielen Stellen ich eigentlich das und das und das war. Es ist fast schon so ein bisschen wie so ein Selbstfindungskurs manchmal. Aber das ist sehr faszinierend, weil das, was wir überall haben, wir leben in einer Welt, in der wir von allen möglichen Seiten bombardiert werden. Alle möglichen Leute wollen etwas für uns. Wir haben die digitalen Medien noch mit dabei, die analogen Medien noch mit dabei. Die einen leben damit, dass sie einen Hass kriegen, wenn jemand nicht einmal beim Abendessen sein Smartphone nicht auf den Tisch legen, wenn er einfach mal, warum kann er nicht oder sie nicht einmal darauf verzichten, muss das dabei sein. Die anderen, die sagen, schon wenn sie das Smartphone hinlegen, kriege ich wahrscheinlich wieder Ärger. Ne? Also du hast diese ganzen Dinge dabei und neutrale Reflexionsprozesse, die finden ja unglaublich selten statt. Und ich finde, das ist so eine Frage, denn das meine ich mit rudimentärem Gamification-Wissen. Also ich meine einfach jetzt nicht, dass Sie gleich schon, dass Sie wissen, oh, das ist aber ein Zielsetzungssystem oder dies oder das, sondern dass Sie einfach verstehen, okay, wie agiere ich eigentlich da drin und wie funktionieren solche Prozesse eigentlich? Was die Menschen eigentlich gut können, also nativ. Also wenn, wenn jemand dir zuhört und du bringst dann dieses, Beispiel kennen wir alle, ich bringe es auch in fast jedem Vortrag immer den Bereich, wenn man sagt, jeder spielt und dann guckst du in die Gesichter deiner Audienz und dann nein, ich nicht. Alle anderen ich nicht. Ja. Ja, und dann bringst du so Beispiele wie, okay, wer kennt das Spiel mit dem, ich trete nicht auf die Rillen im Boden? Ja. Und dann, wer hat das schon mal gemacht? Und dann fangen die Leute, also es gibt schöne Beispiele und das fällt den Menschen sogar einfach. Und sie sind sogar froh, wenn sie es rausfinden. Also ich habe noch keine Scheiße, stimmt, ich mach's. Ja, sondern, ja, cool. Ja, aber ist das nicht faszinierend? Das ist auch ein Kulturproblem, ne? Dass wir immer noch merken, okay, anscheinend scheint Gamer zu sein, etwas Negatives. Wieso? Ich habe das mal neulich beim Vortrag vor ganz vielen Leuten gemacht, irgendwie sowas sehr lustig, weil ich gesagt,
garantiert, sie wissen garantiert alle nicht, was Tinder ist. Nein, keine Ahnung und so weiter. Ich wusste von 30 Leuten da drin, die sind bei Tinder, weil ich es mal getestet habe. Ich wusste, dass die drin sind. Nein. Es hat eine Unmoral da drin. Tinder ist nur ein Kommunikationsmodell. Man kann lustige Sachen damit machen, vielleicht keine Ahnung, aber an sich, also es gibt so Sachen, wo die Leute Angst haben, als wäre es ein Stigma. Mhm. So, ne? Und das finde ich sehr faszinierend, dass das immer noch hochkommt. Ich glaube, das ist ein reines Kulturproblem. Ja. Das ist, was ist denn schlimm, dass ich gerne spiele? Also ich finde das, ich habe gerade das Zeichen bekommen, wir müssen so langsam mal schauen. Okay. Auch. Ja. Und ich finde, das ist vielleicht ein guter Schlusspunkt, weil heute waren einige begeistert, die ich getroffen habe. Das ist der gute Schlusspunkt. Ja. Nein, aber ich habe einige getroffen, die heute sehr froh darüber waren, wie das Thema angenommen wurde. Das ging gut. Wahlkampf, Politik hat sich angenommen. Ja, alles klar. Aber ist ja wurscht. Ein Schritt alles dorthin. Gut. Ein Tag an von daher glaube ich, ja. Also so im Großen und Ganzen geht man mit dem guten Konsens hier weg. Ja. Wir sind auf einem guten Weg, aber klar, es ist noch mehr Arbeit. Wir sind auf einem guten Weg, es ist ein Marathon, wir sind auf einem guten Weg und ich glaube, das aller... Noch ein paar Phrasen, wir brauchen Phrasenschwein. Ja, ich will noch einen Phrasenschwein, ich will noch einen bringen irgendwie. Das ist nur, das ist so, also ich wünsche mir einfach demnächst, ich würde gerne so einen Zähler haben im Netz, wo alle Agenturen drin sind, die sich irgendwo auf die draufgeschrieben haben, sie machen was mit Gamification und diesen ganzen Points und Badges müllen, alles mögliche drin und dran machen und du siehst dann, wie sie alle sterben. Der zählt immer rüber, es ist der weg und du kannst so sehen, so kannst dann dahinter siehst du eine Zahl, wenn das so weitergeht, sind wir in 5 Jahren, haben wir die ganzen Vollidioten einfach mal raus. Das wäre so eine Sache, die würde ich mir wünschen, weil das meine ich ganz ernst übrigens. Gamification auf diese Art und Weise richtet meiner Meinung nach mehr Schaden an, als es nützt. Und da müssten, das ist was ich hoffe, dass die Unternehmen das da draußen, die Organisationen lernen. Weil dafür war der Tag wirklich cool. Ich habe es genossen, mit euch beiden hier nebenbei hier rumzupetzen. Macht immer Spaß. Macht immer eine Freude und so weiter und so fort. Und nebenbei guckt ihr die ganzen anderen hier. Ne? Der Maestro persönlich, der Agent des Ganzen. Olli, komm mal her. Ja, Olli, komm mal her. Kannst du einmal zu uns kommen? Bitte. Einmal, abgesehen davon hat er den coolsten Bart der Welt. Und er ist mein Vorbild. Auch darin. Also einfach mal zu sagen, ich finde, das ist so, ja. Das ist der Mann, der das ermöglicht, also der diese Bilder ermöglicht und alles drum und dran. Also, auf jeden Fall, ja. Und er hat es nicht einfach. Also nein. Er arbeitet mit mir zusammen und da weiß er, dass nicht alles organisiert ist, wenn er herkommt. Und er trinkt mit steht Humor, da. Ne? Ja, also Hammer. Und vor allem, der einzige Weg. Der einzige Weg, ja, ja. Olli und ich, es läuft jetzt schon seit locker, was haben wir jetzt, 17, 10, 11, 10, 12, ja. 10, 17, also 7, ja? Ja. Okay. Wahnsinn. Also hält er aus, sind wir noch da? Seit 10 Jahren zusammen. Ja, wow. Dann seid ihr zwei länger zusammen als ich mit meiner Ehefrau. Ja, wir können dir gerne Tipps geben. Kein Ding, das kriegen wir hin. Ist gut. Genau. Nee, ist auch cool. Ich muss mal wieder, weil ich habe da noch ein bisschen was. Ja, genau. Also er ist eigentlich nicht ganz so schüchtern. Nein, wirklich, das kann ich euch bestätigen. Er ist eigentlich die totale Rampensau. Aber das hier wirklich besteht. Nein. Von daher sehr vielen Dank. Ja. Euch danke, cool, dass ihr es gemacht habt. Ich finde es ganz cool. Schön, dich mal live kennengelernt zu haben. Dito. Wir müssen einen Weg finden, öfter on stage zu sein. Ich finde das sehr cool. Also wir müssen mal nach wie vor wir müssen diese Ideen zusammenbringen. Das ist ein guter Ansatz, glaube ich. Perfekt. Alles klar. Cool. Dann schön, dass du auch da warst in unserer Show. Das war ja damit, du warst bei der Premieren-Show dabei. Yeah! Ja. Und mit einem T-Shirt. Es gibt noch mehr, Jubiläumshows und alles. Ja. Ist übrigens die nächste gleich. Ist ja schon das Hauptthema, 100%. Genau. Nee, auf jeden Fall dafür. Alles cool. Ja. Dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Bis bald. Ciao. Ciao.